Hi Leute, heute geht's um Schubladendenken und warum es deine Intelligenz raubt, wenn du nur in Labels denkst. Okay, und zwar möchte ich jetzt heute mal auf ein paar Labels eingehen, die sehr kursieren. Ist auch immer ganz witzig, wenn man über so ein Thema ein Video macht. Zum Beispiel hatte ich neulich ein Video gemacht, warum ich nicht mehr vegan bin. Nicht mehr komplett vegan. Nicht mehr vegan in Anführungszeichen, so überwiegend vegan. Aber wenn man solche Labels hat wie vegan, wie CO2, sparen oder so. Und das hat man dann im Kopf, wie so ein Dogmatismus. Und das passiert super häufig, dass viele Leute dann super dogmatisch werden. Und dabei geht eben einfach die Intelligenz verloren, wenn man einfach nur auf die Oberfläche schaut und eben nur in diesem Label, nur in dieser Schublade denkt. So, und mal ein Beispiel, damit du vielleicht besser nachvollziehen kannst, was ich damit meine. Und zwar, stell dir jetzt mal vor, CO2, wenn man es als Beispiel nimmt. Es gibt Menschen, die verbrauchen persönlich unglaublich viel CO2, weil sie durch die ganze Welt fliegen. Und dann gibt es fanatische Leute, die dann sagen, oh, das ist total der Unmensch, und dann schiebt man wieder so, alles andere ist böse so, alle anderen sind böse, und sagt wieder, oh, das ist ein Unmensch, der fliegt jeden Tag. So, kann man so sehen, wenn man eben nur stur dogmatisch auf diesem Label ist. Aber wenn so jemand zum Beispiel ein anderes Bewusstsein bei den Leuten bewirkt, wodurch im Gegenzug wieder Milliarden von Tonnen, ich weiß nicht wie viel, ich kenne da keine genauen Angaben, CO2 gespart wird. Einfach eine zehnfache Menge von dem, was er produziert, weil er da fliegt. So. Soll er jetzt irgendwo hinlaufen und bis er da ankommt, ist die Welt einfach schon untergegangen. So, und die Intelligenz geht verloren, wenn man sich total auf diese eine Sache versteift. Und in dem Fall ist es ja nicht mehr so. Selbst bei der einen Sache ist es so, wenn man schaut, okay, es hat aber mehr Nutzen. Wenn man aber fanatisch auf einer Sache ist und sagt, hey, das darf man nicht, dann ist man eigentlich nur wie ein Roboter so. Man ist einfach nur programmiert und die Intelligenz geht verloren. So. Deine Intelligenz arbeitet nur, wenn du jeden Moment frisch betrachten kannst und anschauen kannst, macht das jetzt Sinn? Und nicht voreingenommen zu sagen, hey, ich bin jetzt das oder jenes, das muss so, genau so sein. Dann ist die Intelligenz weg. Dann kannst du einen Roboter hinhocken, den programmieren und der macht einfach immer das nach dem Schema. So. Die Intelligenz fängt da an, wenn du es frisch betrachtest. Und wenn man sowas hat wie Fleisch essen, kann es genauso sein. Wenn man sich so krass damit identifiziert, hey, ich esse kein Fleisch und ich werde es nie tun, egal um egal welche Situation. So, jetzt eine ganz absurde Situation, angenommen jemand zwingt dich dazu, Fleisch zu essen und sagt, wenn nicht, erschieße ich 20 andere Leute. So. Unwahrscheinliche Situation, aber es gibt ja logischere Situationen, die irgendwie bestehen können. Wenn man aber jetzt nur auf ein Label schaut und dann sagt, hey, der hat aber Fleisch gegessen, es kann nicht mehr sinnvoll sein, was er macht. Vielleicht war es in dem Kontext sinnvoll und du siehst nicht das Gesamtbild. So, am Ende geht es immer um das Bewusstsein, was dahinter steckt, warum man was macht. So, Lüge und Wahrheit ist nicht irgendwas, wo du sprichst, wo du sagst, sondern ist das, was du lebst.
Wenn du manchmal lügst mit einem Wort, kannst du dabei trotzdem deine Wahrheit leben. So, entweder bist du für Wahrheit, entweder bist du fürs Leben oder gegens Leben. Wenn du fürs Leben bist und jemand kommt mit einem Bombengürtel zu dir vor einem Hörsaal und sagt, ey, sind da die Leute? Ist heute die Veranstaltung in dem Saal? Und fragt dich das? Dann wird es dir wahrscheinlich nicht schwerfallen zu lügen, hoffe ich doch zumindest. Und in dem Fall rettest du Leben, wenn du lügst. Und das, die Frage kannst du dir immer nur selber beantworten. So, für was machst du was? Lebst du wirklich in Wahrheit? Schaust dir an, wie die Dinge sind? Versuchst das Leben in jeglicher Weise um dich herum zu fördern? Oder nicht? Oder möchtest du auf anderen rumhacken, um dich besser zu fühlen? Was dann eher eine Krankheit ist. So, wenn jemand zum Beispiel lacht und fröhlich ausschaut, weil er sich gerade über jemanden lustig macht, der gerade auf der Straße hingefallen ist und sich das Genick gebrochen hat, dann würde ich das nicht als, ja, dann würde ich das nicht denjenigen nicht als irgendwie sehr glücklich bezeichnen, sondern ich würde es eher als Krankheit bezeichnen, wenn man über den Schmerz von anderen lacht. So, und das ist der Punkt. Aus welchen Gründen machst du was? Und bei dem Schubladendenken genauso. Nur auf andere zu schauen und darauf rumzuhacken, weil der dies oder jenes so gemacht hat, ist oft einfach nur eine Krankheit, wo man sich besser fühlt, weil man sich über jemand anderen stellt. Und so ist es genauso oft mit diesen Labels. Ich bin aber der bessere sonst was. Christ, die guten Christen, die so viele Menschen getötet haben. Ist es wirklich christlich, so viele Menschen zu töten? Das ist wirklich die Frage so. Und mit diesen Labels vergisst man oft und verliert die Sensibilität gegenüber dem Leben, wirklich dem Leben. Was ist jetzt richtig in der Situation? Wenn man nur sein Label hat, dieses und jenes ist jetzt richtig, ja, dann ist man bereit, sogar andere Menschen zu töten, weil man denkt, das ist jetzt sinnvoll. Und da wirklich zu prüfen, was ist der Fall? Und da wirklich mal bei sich immer anzufangen, das ist der Punkt. Darauf möchte ich heute hinaus in dem Video. Und schreib gerne mal unten drunter, ob du das kennst, dieses Labeldenken von dir selbst, von anderen, in welchen Bereichen dir das noch aufgefallen ist. Waren jetzt nur mal zwei Beispiele mit dem Vegan, CO2 rausgenommen. Ja, es gibt tausend Beispiele. Sobald man sich festlegt und sagt, das ist es und stur auf ein Label, auf eine Schublade drauf ist, geht die Intelligenz dabei verloren. In sehr vielen Fällen. So. Und diese Identifikation vor allem auch damit. So. In manchen Kontexten ist es ja auch einfacher, sich zum Beispiel als Veganer zu bezeichnen oder sonst was. Aber sobald du damit identifiziert bist, denkst du bist es, dann ist es wie ein Kleber. So. Diese Labels können ganz in Ordnung sein, um mal was zu erwähnen, um was besser einordnen zu können, wenn man nicht daran klebt. So. Wenn man aber an diesen Schubladen kleben bleibt und da dogmatisch ist, geht die Intelligenz verloren. Dinge sind nicht unbedingt gut oder schlecht, aber man muss halt immer das Gesamtbild sehen. Genau. Und wenn du das kennst, wie gesagt, kommentier mal gerne unten drunter. Und ansonsten war es das für das Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.